Ja, hallo liebe Zuschauer, der Frieden des Herrn ist mit euch allen. Ja, weiterhin ohne Kamera hier, weil ist noch kaputt und ich habe noch keine neue besorgt. Aber äh, ich wollte euch trotzdem hier mal ein schnelles Update bringen, wie das gerade so in der Welt aussieht. Ihr wisst ja, es gab jetzt Wahlen in Frankreich und dort ist wohl das... Sozialistische Bündnis wahrscheinlich ganz vorne und wird höchstwahrscheinlich die Regierung stellen. Also nichts konservativ, sondern die Le Pen ist sogar, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, sogar an, auf den dritten Platz äh, äh, gefallen. Ja, mit ihren äh, Mandaten. Und Macron auf dem zweiten. Und wie gesagt, das sozialistisch-kommunistische extreme Bündnis soll wohl ganz vorne sein. Ähnliche Situation hatten wir jetzt auch in Großbritannien, da die Labour Partei, also auch eher die Sozialdemokratie oder Sozialisten vorne. Was heißt das für Europa? Es wird noch weitergehen und noch schneller gehen diese ähm, die Aufnahme weiterer Menschen aus den muslimischen Ländern. Ja, die ähm, Islamisierung wird weiter zunehmen. Und äh, was alle eben gehofft haben, dass hier äh, vielleicht Nationalisten an die Macht kämen oder Konservative, ähm, das ist eben nicht geschehen. Und immer bitte im Hinterkopf behalten, ähm, wir lesen das in der Bibel, dass äh, wenn das Volk eben Gott verlassen hat, dann wurde es auch damit bestraft, dass Fremde... In seinem Land leben und sie auch knechtet, geknechtet äh, haben, die Fremden. Und äh, ja, das gilt natürlich auch für uns. Ja, wir waren ja mal das christliche Abendland in ganz Europa, aber das ist ja vorbei. Die einheimische Bevölkerung stellt sich in jeden Vorgarten inzwischen Buddha-Figuren, also Götzen. Äh, an jeder Ecke gibt es ähm, Yoga-Studios was eben das Tor für den Hinduismus ist. Also Yoga praktizieren ist Hinduismus mit vielen, vielen Millionen Göttern. Ja, das wollte ich nur dazu sagen hier kurz als Einleitung. Und hier haben wir nochmal Bilder aus Frankreich. Es hieß zwar, das sei zur Wahl jetzt gewesen, aber es ist, glaube ich, eine andere Demonstration. Aber trotzdem, das sind Bilder aus Frankreich. Für eine pro-palästinensische Demonstration. Ja, und wenn wir uns das hier anschauen, dort weht keine Trikolore nirgends. Ja, oder ganz selten mal. Es wehen hier kommunistische Flaggen und vor allen Dingen die palästinensische Flagge. Ja, welche die vier Pferde, die Farben der vier Pferde der Offenbarung übrigens repräsentieren. Weiß, Rot, Schwarz und Grün. Ja, also, das fahle Pferd ist auch das grüne Pferd. Das ist fahl. Das bedeutet auch grün. Ja, also haben wir das mal hier uns angeschaut. So, dann, wie gesagt, ich gehe nur kurz durch die Meldungen hier. Das ist ein Kommt zu Jesus Christus. Das wird alles hier immer schlimmer. Und zwar heißt es hier. Putin auf der SCO-Konferenz. Die Gefahr einer Wiederholung der Kuba-Krise ist real. Der russische Präsident Wladimir Putin hat auf dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, eine Reihe von Erklärungen abgegeben, die den Zerfall der globalen Sicherheits- Architektur, wie sie nach dem Zusammenbruch der Sowjet Sowjetunion entstanden war, bestätigen. Russland, das nun beschlossen hat, sich der Achse mit China anzuschließen, wird als Akteur an einem geopolitischen Firmament anerkennen, anerkannt, dass den Nahen Osten, das ist auch wichtig eben, ne, der immer wieder der Nahe Osten, Zentralasien und den asiatischen pazifischen Raum umfasst. Die jüngsten Berichte von WarNews 24-7, in denen die anti-US-Linie des Kremls skizziert wird, haben sich bestätigt, aber niemand hatte die Fähigkeiten vorherzusagen, dass Russland Amerika nun direkt mit einer neuen Kuba-Krise bedroht. Die politischen Positionen Russlands und Chinas im Nahen Osten, auf Kuba und im asiatischen-pazifischen Raum bilden die chinesisch-russische Achse selbst, die sowohl aus koexistierenden als auch aus konkurrierenden Interessen zu bestehen scheint. Putins Erklärung, eine gemeinsame anti-US-Front mit China in einer erweiterten chinesisch-russischen Achse. Also das Ganze verschiebt sich jetzt hier. Der Hegemon der USA wird hier sozusagen gesprengt. Wir sind ja zehn Staaten hier, die BRICS-Staaten. Wir denken auch an die Offenbarung, an, an Daniel, ne, die zehn Hörner des Tieres. Gut, äh, haben wir hier sonst noch was Wichtiges dabei, äh, was die mögliche Stationierung von Raketen. Mittlerer und kürzerer Reichweite anbelangt. Wenn irgendwo US-Systeme auftauchen, kann Russland mit einer gleichwertigen und endgültigen Antwort reagieren, so Putin, wobei er die Möglichkeit offen lässt, dass russische Raketen sogar auf Kuba installiert werden, wodurch die Gefahr einer Wiederholung der beinahe Konfrontation zwischen den USA und der UdSSR im Jahre 1962 bestünde. Putin begrüßte den neuen Status quo einer multipolaren Welt, zehn Hörner, indem er erklärte, der Kreis der Staaten, die für eine gerechte Weltordnung eintreten und bereit sind, ihre legitimen Rechte entschlossen zu verteidigen und die traditionellen Werte zu schützen, weitet sich aus, damit blieb der der Linie seines geopolitischen Mentors Alexander Dugin treu, dessen Philosophie die neue ideologischen Fronten zwischen Russland und dem Westen abgesteckt hat. So heißt es hier in diesem Bericht. Da kommen wir gleich nochmal auf die Politik, aber es gibt auch andere Entwicklungen hier. Die Erde scheint etwas zu kochen. Und zwar in Italien haben wir jetzt Stromboli brodelt auf, Alarmstufe rot, Vulkan im Mittelmeer. Ja, also hier ein weiterer Vulkan in Europa ausgebrochen. Hier sehen wir auch mal die Gewalten hier. Ja, also Stromboli brodelt. Etna ja auch. Dann hier im Weißen Haus herrscht totale Panik. CNN-Experte packt über Biden aus. Pan Jones arbeitete unter Obama und Biden für die US-Regierung. Ja, man will ihn natürlich hier doch mal langsam weghaben, auch die Demokraten selber. Dann ist die Frage, wird Kamala Harris das Ganze weitermachen? Aber für die Wahl würde das wahrscheinlich, würde sie nicht zur Verfügung stehen. Die Vizepräsidentin, da scheint man ähm, Michelle oder auch Michael genannt, äh, Obama ins Rennen zu schieben. Ähm, ja, vielleicht gehen wir erstmal hier hin. Und zwar heißt es hier... Ähm, auch in, in, in Russia Today heißt es eben auch, Demokraten wollen, dass Biden diese Woche aussteigt. Nichts kann den Schaden rückgängig machen, den Bidens desaströser Auftritt in der Debatte angerichtet hat, glauben die Gesetzgeber angeblich. Also Gesetzgeber, das sind die Abgeordneten. Eine wachsende Zahl hochrangiger Demokraten will, dass sich Joe Biden bis Freitag aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftswahlen zurückzieht, berichtet Axios unter Berufung auf Quellen. Die Abgeordneten hoffen angeblich, dass die gesamte Partei den amtierenden US-Präsidenten anflehen wird, zurückzutreten. Große Spenden der Demokraten und wichtige Wähler haben ernsthafte Bedenken geäußert, ob Biden bei der Wahl im November gegen den republikanischen Konkurrenten Donald Trump wieder gewählt werden kann, sagte Gesetzgeber aus allen Fraktionen der Partei, wie die Quelle zitiert. Der ein Abgeordnete sagte Axios, dass jeder Teilnehmer eines monatlichen Forums in seinem Bundesstaat, der nicht genannt wurde, es vorzog, über Bidens Alter zu sprechen, anstatt über Gemeinschaftsfragen und so weiter und so fort. Also auch hier sehen wir, die Russen beobachten das Ganze natürlich auch. So, und dann jetzt kommen wir zu diesen BRICS, ja, also die zehn Hörner, ja, die zehn Staaten, die BRICS-Staaten, was machen die? Ja, äh, BRICS will unabhängiges Finanzsystem einführen. Russlands Gesandter in Peking sagte, dass auch die Einführung einer neuen Einheitswährung auf dem Tisch liegt. Ja, weiter Richtung Mahlzeichen. Ne? Also viele hoffen ja auf die BRICS-Staaten hier in Europa, in Deutschland. Ja, und auf Trump und ja, der Retter Trump oder Putin ne, oder die BRICS-Staaten. Irgendeiner wird schon die Welt retten. Nein, im Gegenteil, es wird dann noch schlimmer. Die bereiten das Mahlzeichen vor auf West und auf Ostseite. Ja, das unabhängig von der Dem äh, Dominanz dritter sein soll, so der russische Botschafter in China Igor Morgulov das Volumen der Transaktionen Russlands in nationalen Währungen mit den anderen BRICS-Staaten nehme ständig zu, sagte der Gesandte am Samstag in Peking auf dem 12. Welt Weltfriedensforum. Ja... Ähm. Morgulov betonte, dass der russische-chinesische Handelsumsatz 240 Milliarden Dollar erreicht haben. Das sind 92 Prozent der Abrechnungen in Rubel und Yuan. Ähm, ja. Dann äh, steht hier auch noch in dem Artikel darüber hinaus, erklärte der russische Finanzminister Anton Siluanov. Wie, wie heißt er Siluanov. Gegenüber den russischen Tageszeitungen Vedomosti, dass die BRICS-Brücke den Mitgliedstaaten die Möglichkeit bieten könnte, Abrechnungen über digitale Vermögenswerte der Zentralbanken vorzunehmen, die mit den nationalen Währungen verbunden sind. Also auch immer weiter Richtung digital. Ne? Moskau hat auch seine Bemühungen beschleunigt, sich vom Swift zu lösen, indem es den Handel mit internationalen Partnern in deren jeweiligen Landeswährung abwickelt. Dieser Trend wird zunehmend von den Mitgliedern der BRICS-Gruppe unterstützt, die von der Verwendung des Dollars und des Euros für Handelsabwicklungen abgekommen sind. Der Anteil der Landeswährungen an den Abrechnungen Russlands mit den BRICS-Ländern stieg von 26 von vor zwei Jahren auf 85 Prozent bis Ende 2023. Ja, also für alle, die hoffen, dass ähm, die ähm, BRICS-Staaten hier die neue, gute, schöne Welt bringen. Ja, dann ähm, Eilmeldung heißt es hier bei Hull Turner Radio Show. China sendet, ähm, also PLA, das ist ähm, die Bezeichnung der Armee, der chinesischen Armee, Volksbefreiungsarmee, die PLA-Truppen nach Weißrussland. Botschaft an die NATO. Ja, in einer völlig überraschenden Entwicklung in Osteuropa hat China Truppen seiner Volksbefreiungsarmee, PLA, nach Weißrussland geschickt um Seite an Seite mit weißrussischen Truppen an einer Übung teilzunehmen, während die NATO 115.000 Soldaten an der Grenze zu Weißrussland stationiert. Ne? Also Gegenmaßnahme und hier mischt sich jetzt China ein. Die Nachrichten davon sickerten heute, Samstag, 6. Juli, gegen 5 Uhr Ostküstenzeit durch, als begeisterte Flug, äh, Flugbegeisterte, also... Ein nicht identifiziertes Flugzeug im Luftraum von Belarus bemerken. Es hatte begonnen, ein Transpondersignal auszusenden, konnte sich aber nicht identifizieren. Ja, bei dem Flug handelt es sich um Truppentransportfrachtflugzeuge der chinesischen Volksbefreiungsarmee. Ja, herzlichen Glückwunsch. Weiter geht's, ne? Mit der Konfrontation. Was haben wir dann hier noch? Ja, ähm, das müsste man noch ein bisschen mehr aufarbeiten. Aber ich ähm, poste das jetzt einfach mal hier, was ich bislang weiß. Ukraine wiederholt von russischen Raketen getroffen. Habt ihr ja auch in den äh, Mainstream-Medien sicherlich gehört. Es sollen da Krankenhäuser getroffen worden sein von den Russen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Absicht äh, sei von Russland. Das wäre ja auch ein

Vorläufigen Berichten zufolge trafen mindestens drei Kinzhal-Ziele in Kiew, eines im Süden, Südwesten, möglicherweise wieder den Flugplatz Zuljani oder so ähnlich. Ja, was haben wir hier für ein Video? Nee, da doch, Keine Ahnung. Ja, hier sehen wir auch Einschläge. Okay. Ja, hier noch weitere Videos. Auch in Dnepropetrovsk kam es zu Explosionen. Der Flughafen der Stadt soll getroffen worden sein. Anwohner berichteten von heftigen Explosionen in der Gegend des Dorfes So und So, wo sich einer der größten Flughäfen der Ukraine Dnepra befindet. Hm von russischen TU-22 Flugzeugen abgefeuerte KH-22 Raketen kann man auf dieser Karte hier erkennen. ungefähres Flugdiagramm der Raketen, die heute einen großen angelegten Angriff auf Ziele in der Ukraine durchgeführt haben. Es wurden ein das ist doof übersetzt, immer, ne? Einfälle in Dnepropetrovsk, äh, und so und so und so und so. Und, ach, ich kann das alles nicht aussprechen. Ja, ihr seht, da ist eine Menge los. Ähm, es hieß in deutschen Medien und äh, ja, in der, in der Westpropaganda hieß es, dass Krankenhäuser in Kiew getroffen wurden seien. Wie gesagt, kann ich zur Zeit alles nicht nachvollziehen richtig. Auch hier äh, auf Endtime Headlines wird das auch kolportiert. Ähm. Russische Raketen treffen Kinderkrankenhaus in Kiew und, und töten Dutzende. Bei einem groß angelegten russischen Raketenangriff auf die Ukraine wurden am Montag nach offiziellen Angaben mindestens 31 Menschen getötet und 154 verletzt. Eine Rakete schlug in einem großen Kinderkrankenhaus in der Hauptstadt Kiew ein, wo Rettungskräfte in den Trümmern nach Opfern suchten. Der Beschuss am Tag richtete sich gegen fünf ukrainische Städte, wobei mehr als 40 Raketen verschiedener Typen Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen trafen, wie Präsident Volodymyr Zelensky in den sozialen Medien erklärte. Die ukrainische Luftwaffe erklärte, sie habe 30 Raketen abgefangen. Äh, in Zelenskis Geburtsort in der Zentralukraine wurden bei einem massiven Raketenangriff zehn Menschen getötet und 47 verletzt, wie der Leiter der Stadtverwaltung äh, Oleksandre Wilkul sagte. In Kiew wurden nach Angaben der Behörden sieben Menschen getötet. Mmh. Es ist sehr wichtig, dass die Welt jetzt nicht schweigt und dass jeder sieht, was Russland ist und was es tut, sagte Zelensky in den sozialen Medien. Westliche Staats- und Regierungschefs in der Ukraine, äh, die die Ukraine unterstützt haben, werden ab Dienstag einen dreitägigen NATO-Gipfel in Washington abhalten, um zu erörtern, wie sie Kiew die unerschütterliche Unterstützung des Bündnisses zusichern und den Ukrainern Hoffnung geben können und so weiter und so fort. selensky sagte bei einem besuch in polen er hoffe dass der gipfel mehr luftabwehrsysteme für die ukraine bereitstellen werde. ja, da war er gerade im ausland in polen da trifft es dann kiew ja komisch. Ähm, ja. Ja heißt es im zehnstöckigen Hauptgebäude des Krankenhauses wurden Fenster und Türen herausgesprengt und die Wände und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Was hätte Russland davon, ein Kinderkrankenhaus zu bombardieren? Also wirklich. Ähm, ja, aber jetzt steht ja dieser dreitägige NATO-Gipfel an und da passt das natürlich auch ganz gut. Hier mal noch eine ganz andere Meldung. Aus Großbritannien. Sozialarbeiterin verweigert Job wegen biblischer Ansichten. Gefährlicher Präzedenzfall für Christen. Hier eine Meinung. Ein 46-jähriger gläubiger christlicher Sozialarbeiter in Großbritannien, Felix Negoll, hat ein Urteil des Arbeitsgerichtes als gefährlichen Präzedenzfall für Christen bezeichnet, da es die Entscheidung seines Arbeitgebers bestätigt ihn nicht wieder einzustellen, nachdem ihn eine Stelle wegen seiner biblischen Ansichten zu Homosexualität verweigert wurde. Das Gericht unter Vorsitz des Arbeitsrichters Jonathan Brain, mhm, Brain erkannte an, dass Negol unmittelbar diskriminiert worden war, als Touchstone Leeds ein Personalvermittler des NHS das ursprüngliche Stellenangebot zurückzog, so die Gruppe Christian Concern, deren juristischer Arm das Christian Legal Center Negol unterstützte. Das Gericht wies jedoch Negols Vorwürfe der indirekten Diskriminierung und Belästigung während der nachfolgenden Verfahren zurück, einschließlich eines zweiten Vorstellungsgespräches, bei dem seine Überzeugungen weiter erforscht worden sollten, fügte die Gruppe hinzu. Naja, also wir stellen hier fest, jetzt ist also die Diskriminierung geht jetzt genau anders herum. Ja, jetzt geht es, jetzt werden diejenigen diskriminiert, die eben christliche Werte hochhalten. Ne? Und ähm, ja, es war ja vorherzusehen. Ne? Der Teufel dreht alles um. So ist das in der Endzeit, und dort befinden wir uns. Denkt dran, kommt zu Jesus Christus. Diese siebenjährige Drangsal wird über die ganze Welt kommen. Das wird ein ganz furchtbarer Zeitabschnitt. Da wollt ihr nicht sein, kommt zu Jesus, dann werdet ihr vorher entrückt. Dann habe ich hier mal eine Kuriosität. Ähm Vorab gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Fake ist oder was, aber es, es ging hier durch Telegram, das war eigentlich ein ganz ähm, seriöser ähm, Kanal. Schaut euch das mal an hier. Also, das ist in Indonesien aufgenommen worden und es soll ein Orang Uta sein, der ja offensichtlich. Äh, ja so groß wie dieses gebäude ist ja also irgendwie ein 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 riese unter den affen ähm, ich ich wiederhole es mal okay. 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 Es gibt ja immer wieder Gerüchte und Mythen ja, um diesen Bigfoot, ja, in Amerika, äh, vornehmlich, aber auch in Europa oder sonst was immer merkwürdige Aufnahmen von möglicherweise riesen Menschen, ja, Bigfoods. Äh, ja, wie gesagt, da habe ich mich früher, also im Rahmen der Ufologie und so weiter und der ganzen Mysterien habe ich mich da mal mit beschäftigt. Ja, und ähm, gut, das ist jetzt hier kein kein Mensch, aber ein Menschenaffe. Also ja, was mir dazu einfiel, war ein äh, ein Vers in der Bibel, Offenbarung 6, ähm, Kapitel 6, Vers 8. Ja, das ist nämlich das vierte Pferd bei dem vierten Siegel, und hier steht. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd das heißt übrigens grün ne? fahl das ist, kann man auch als grün übersetzen irgendwas äh, ja also aus dem altgriechischen kann man auch eben als grün übersetzen und der darauf saß dessen name ist der tod und das totenreich folgte ihm nach und ihm wurde ihnen also den vier pferden und den reitern darauf ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit dem Hunger und mit der Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Also das ne, wird schon ziemlich früh am Anfang der Drangsal sein. Und dort wird hier schon ein Viertel der Erdbevölkerung sozusagen getötet nach heutigem maßstab äh, zwei milliarden menschen ja, durch dieses also durch schwert also durch krieg durch hunger und ja pest beziehungsweise pestilenzen pandemien und so ja, und durch wilde tiere ja meine lieben ich würde sagen nicht mehr lange Zeit, nicht mehr viel Zeit. Wer jetzt noch nicht du Jesus gefunden hat, ja, es ist ein Geschenk, wie gesagt. Er hat euch, er hat sich hingegeben, ja, er ist gestorben für euch, damit ihr ewig leben könnt. Das einzige, was ihr machen müsst, ist klar natürlich sehen, ihr seid für Gott, könnt, vor Gott könnt ihr nicht bestehen, ja, ihr seid sündig. Ihr habt Sünde, jeder Mensch, ja, ihr könnt noch so gut sein, ne, einmal gelogen oder einmal was, ne, passt schon nicht mehr. Aber Gott hat die Lösung, er hat seinen Sohn geschickt, ja, sich selber hat er, ja, hat gelitten am Kreuz und hat die Strafe auf sich genommen, die eigentlich wir verdient haben, dass, wenn wir an ihn glauben, eben zum ewigen Leben übergegangen sind. Ne, das in Kurzform, das Evangelium, wie gesagt, es ist wirklich ein Geschenk. Ja, ihr braucht nur anerkennen, ja klar, vor Gott kann ich nicht bestehen, Ja, nach allem, was wir sehen hier. Ja, aber Jesus ist für mich gestorben, wurde beerdigt und ist am dritten Tag wieder auferstanden, damit auch wir ewiges Leben haben. Ich wünsche euch alles Gute und sage wie immer Shalom und Maranatha.